Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Buchrezensionsvideo von mir. Ich bin hier gerade in Würden, das in der Nähe von Wesselburen ist. Ich komme nämlich gerade vom letzten Drehtag von Kartoffelsalat, dem Film von Fresh Torge. Und ja, ich habe mich jetzt ein bisschen schick gemacht. Ich bin noch nicht ganz fertig. Für die Abschlussfeier, aber ich wollte noch ganz schnell, bevor ich morgen abreise, in dieser schönen Location eine Buchrezension hinterlassen. Und zwar möchte ich euch heute das Buch von Marina Keegan vorstellen, das Gegenteil von Einsamkeit. Auf den 288 Seiten ist eine kleine Ansammlung von Kurzgeschichten und Essays von Marina Keegan. Und das Buch ist in diesem Jahr erschienen, im März, also vor einem Monat, und das im S. Fischer Verlag. Eine kurze Geschichte zur Autorin vorweg. Marina Keegan ist 1989 geboren und ist 2012 im Alter von 22 Jahren verstorben. 5 Tage vor ihrem Tod hat sie gerade erst ihren Abschluss in Yale absolviert und hat schon damals sehr viele Literaturpreise einsammeln können und war wild entschlossen, Autorin zu werden. Sie hielt eine Abschlussrede und diese Abschlussrede, ja, ist der Anfang von ihren Ansammlungen der Kurzgeschichten und Essays. Und darin war ein sehr schönes Zitat, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und dafür nehme ich ganz kurz mein Tablet, damit ich das auch wortwörtlich wiedergeben kann. Wir haben kein Wort für das Gegenteil von Einsamkeit. Aber wenn es eins gäbe, könnte ich sagen, genau das will ich im Leben. Und genau das ist halt irgendwie auch ein bisschen schade, weil sie hatte noch so viel vor im Leben und konnte es nicht, ja, erreichen. Vorweg möchte ich sagen, weil es natürlich auch gerade den Anschein hat, dass ich mir das Buch natürlich wegen der Tragödie und dem Schicksalsschlag der jungen Frau gekauft habe und vor allem, weil es halt in den Medien so aufgepusht wurde. Aber schnell wurde mir halt auch bewusst, dass das Buch nicht nur wegen der Tragödie verkauft wird, sondern weil die junge Frau wirklich Talent hat. Also nicht direkt verurteilen und sagen, oh, ein gehyptes Buch, das ist bestimmt blöd. Nee, im Gegenteil, es ist super toll, dass das Buch gehypt wird, damit quasi die letzten Werke von Marina Keegan auch an die Öffentlichkeit kommen. Am Anfang des Buches gibt es so ein kleines Vorwort, würde ich jetzt mal sagen, von einer der Professorinnen von Marina, die quasi die Persönlichkeit von Marina beschreibt. Und ja, daraus wird auf jeden Fall sehr deutlich, dass sie eine sehr ehrgeizige Person war, sich überall engagiert hat und ihr Lebensziel war wirklich, eine Autorin zu werden, die Spuren hinterlässt. Und ja, bei ihr ging es einfach immer um Schreiben, 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 besser werden, besser machen. Nie ist irgendetwas, was sie gemacht hat, perfekt genug, sondern es muss immer überarbeitet werden. Und ja, so war Marina. Ihre Geschichten sind so geschrieben, dass man nicht genau weiß, ob sie das schon mal im Leben wirklich erlebt hat oder ob es jetzt wirklich nur ja ausgedacht ist. Und ja, ihre Geschichten sind so wahr, so nah an der Realität. Das sind nicht einfach ausgedachte Geschichten, sondern so Alltagsgeschichten. Und sie sind einfach so menschlich. Also ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte ausdrücken kann. Sie sind halt menschlich wahr und sie kriegt es halt perfekt ausgedrückt, dass es einem richtig, richtig nahe geht. Die Gefühlswelt ist so klar ausgedrückt, aber eben nicht so in diesem Chaos, was normalerweise viele Autoren verwenden. Dieses, oh, ich fühle das, ich fühle das, ich fühle das. Nee, es ist einfach eine klare Linie. Man versteht komplett den Charakter, wie der sich fühlt. Und deswegen habe ich so oft mitgefühlt und so oft gelitten bei ihren Kurzgeschichten. Das ging mir zum Teil richtig, richtig nahe. Es gibt keinen wirklichen Spannungsbogen in ihren Geschichten. Es ist eben aus dem Alltag gegriffen und es ist kein Krimi, worauf auf einen Punkt hingearbeitet wird, dass der Leser etwas fühlen muss. Trotzdem ist es irgendwie auch fesselnd geschrieben und man hat immer das Gefühl, dass man wirklich dabei war oder dass es quasi eine eigene Geschichte von sich selber ist, die Marina dort hingeschrieben hat. Es baut sich unbewusst irgendetwas in man einem selber auf, während man die Kurzgeschichte liest. Und dann im letzten Satz haut sie da aber was raus. Und dann merkt man erst, worauf sie hinaus wollte in dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Und wirklich, mir sind nicht selten die Tränen runtergeflossen und ich habe echt nicht selten geheult. Ich kann dieses Mal auch kein wirkliches Zitat euch bringen, was ich damit jetzt
meine, weil man das wirklich alles in einer Kurzgeschichte, man muss das als Gesamtpaket gelesen haben. Ich könnte euch jetzt ein Zitat geben, das wäre eine ganze komplette Kurzgeschichte. Ich kann euch halt einfach kein Zitat geben, womit ich zum Beispiel begründen könnte, dass sie auf jeden Fall einen Literaturpreis verdient hat, weil man muss wirklich die ganze Geschichte gelesen haben. Zu den Kurzgeschichten gibt es immer unterschiedliche Genres. Wie gesagt, immer meistens so Alltagssituationen. Und einmal gab es sogar eine Geschichte, ich persönlich kann damit nichts anfangen, weil ich mich für Politik und Militär überhaupt nicht interessiere, aber sie hat aus der Sicht eines Soldaten geschrieben. Und es ist echt faszinierend, wie viele Fachbegriffe oder generell wie die politische Situation da ist, fand ich echt faszinierend, dass eine 22-Jährige das so krass beschreiben konnte. Echt Hut ab. Ich meine, ich interessiere mich nicht für Politik. Ich fand es faszinierend. Ich finde es vor allem faszinierend, ihre Auffassungsgabe von der Menschheit und wie sie das dann in Worte fasst. Es beinhaltet die, ja, wahre und eben menschliche Realität, wie die Menschheit eigentlich tickt. Und das nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne. Und auch zueinander. Und das ist faszinierend. Dazu habe ich dann doch ein kleines Zitat mal rausgesucht, was ich halt sehr schön fand, dass man das ein bisschen mit den Tieren und Menschen vergleicht. Die Tiere bemitleidet man, aber die Menschen lässt man quasi immer noch hängen. Und wie grausam das eigentlich ist, wie die Menschen sein können. Und dass Marina das so den Menschen durch ein paar Sätze vor Augen geführt hat, finde ich richtig, richtig toll. Aber ich lese euch das einfach mal vor. Es geht darum, dass mehrere Wale gestrandet sind und sie jetzt befeuchtet werden müssen, damit sie halt nicht sterben und dass man versucht halt in der Zeit, sie wieder zurück ins Wasser zu transportieren. Wir drücken, streicheln und befeuchten einen ganzen Tag lang Wale und gehen dann auf dem Heimweg durch die Stadt an Obdachlosen vorbei, die gekrümmt auf Bänken liegen, gestrandet auf Bordsteinen wie Wale. Vom Mond ins Freie gelockt und in Kanalschächten um Luft ringend. Auch sie ersticken, aber es bildet sich keine Menschenkette, die ihnen Essen bringt, keine spürbare Eile, kein Flugzeug, das sie abtransportiert. 50 gestrandete Wale sind eine konkrete Krise mit einer sichtbaren Lösung. Dabei entsteht Kameradschaft, ein Free Willy-Fantasie, ein Bild von Flipper in jedem Kopf. Es hat nichts Romantisches, einen Mann auf einen Parkbank zu wecken und ihn zu zwingen, in eine Unterkunft zu gehen. Ein Oxfam International ausgestellter Check bringt nicht viel selbstgerechte Erfüllung. Würde auch ein solches Aufheben gemacht, wenn ein Mensch am Strand angespült wird? Ja. Aber gestrandete Menschen werden nicht mit der Flut angeschwemmt. Sie verstecken sich in Ecken und Steinhäusern, in den Ebenen exotischer Länder, deren Namen wir noch nicht mal kennen. Und sie sterben an Krankheiten, die wir nicht aussprechen können. Noch ein Zitat, was mir total ans Herz gegangen ist. Ich hatte ein Auto und das war mir sehr ans Herz gewachsen. Das war das erste Auto, was mein Vater komplett neu gekauft hatte. Und es ist am 10.09.93 gekauft worden. Und ich bin ein Jahr später am 9.09. Zur Welt gekommen. Also ist das Auto nicht ganz ein Jahr älter als ich. Aber ich bin mit dem Auto groß geworden und bin damit in Urlaub gefahren und alles Mögliche. Und es war einfach mein Auto. Als ich dann 18 wurde, habe ich das Auto dann von meinen Eltern geschenkt bekommen und habe es dann gefahren, bis es kaputt gegangen ist. Das ist ungefähr dreiviertel Jahr her. Und ich hänge wirklich an dem Auto immer noch. Aber ich konnte es leider nicht retten. Da fehlte mir leider das Geld für. Es war ein Golf 3 halt und es war einfach mein Traumauto und obwohl ich es wirklich manchmal schlecht behandelt habe, ich habe damit Unfälle gebaut und sonst irgendwas, aber es war mein Auto und es war so toll und das Innenleben, ich konnte mit meinem Auto sprechen und alles und Marina Keegan hatte genauso ein Auto und deswegen fand ich das so toll, deswegen möchte ich euch diese Stelle auch nochmal vorlesen. Die Liebe meines Autos für falsches Parken machte mich zu einem leichten Opfer. Für andere Verstöße hingegen erhielt ich selten Strafzettel. Meine Fehler schadeten meistens mir und nicht anderen. Ich schloss meine Autoschlüssel ein oder parkte auf der falschen Straßenseite. Einmal im letzten Winter musste ich die Flüssigkeit in der Scheibenwischanlage auffüllen und kippte in der üblichen Hektik eine ganze Flasche von ähnlich blauem Frostschutzmittel rein.
übermäßig viel Frostschutzmittel schadet angeblich dem Motor. Also fuhr ich die nächsten 2 Stunden ständig um meinen Block und versprühte das Frostschutzmittelstrahl um dickblauen Strahl. Während dieser Nachtwache lief keine Musik. Ich fand keinen Band mit dem Titel »Du vergiftest dein Auto«. Es mag sein, dass mein Auto peinlich und unordentlich aussah, aber ich mochte es sehr. Es war ein bewegliches Heim, das im Winter meinen Sitz heizte und mich am Abend nach Hause trug. Ich führte kein Tagebuch und fotografierte nur selten. Aber dieser alte Toyota Camry war eine merkwürdige Dokumentation meiner Jugend. Als ich 17 war, war das Auto ebenfalls 17. Im vergangenen September kam mein jüngerer Bruder an die Highschool und ich übertrug meine Eigentümerschaft auf ihn. In den Wochen, bevor ich ans College zurückkehrte, zwangen mich meine Eltern, es für ihn zu säubern. Ich legte 6 Müllsäcke auf die Einfahrt und füllte sie mit dem Inhalt meines Autos, während die Augustsonne das schwarze Plastik erwärmte. Es war eine seltsame Aufgabe, als würde man sämtliche Bilder aus einem Sammelalbum nehmen und die Unterzeilen ausweisen. Als ich das Buch zu Ende gelesen habe, saß ich gerade im ICE und ich schaute irgendwie, ich klappte das Buch zu und schaute ganz in Gedanken versunken aus dem Fenster und dachte über die letzte Kurzgeschichte von Marina nach. Sie hatte das ausgedrückt, was ich immer gedacht habe und was halt, wie immer, die ganze Zeit schon gesagt, realistisch und wahr war. Dass man immer versucht, ein Zeichen in der Welt zu hinterlassen, seine eigene Persönlichkeit, aber dass am Ende doch nichts zählte, weil die Menschheit irgendwann aussterben wird. Und ich finde es faszinierend, dass wir die ganze Zeit versuchen, wer zu sein, und man halt der Gesellschaft zeigen will, hey, ich bin was Besonderes. Und die ganze Zeit zeigen will, hey, 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 ich hinterlasse etwas. Ich habe was Gutes getan. Oder ich habe was Negatives getan. Und irgendwann ist das trotzdem scheißegal. Weil die ganze Menschheit ausstirbt. Und niemand sich mehr Gedanken darüber macht, wer denn einmal gut war und wer böse. Und ich saß halt in diesem ICE, schaute aus dem Fenster und ein älterer Mann saß neben mir und sagte nur, es muss ein gutes Buch gewesen sein, wenn sie jetzt da so sitzen. Und das fand ich echt so, ja. Marina hat echt, ich glaube, das Buch werde ich mir auch öfters durchlesen, aber sie hat echt einen Nerv bei mir getroffen an Geschichten und so, dass, ja, genau das, was ich lesen möchte. Man merkt, ich fand das Buch super. Ich fand es atemberaubend und ich finde es so schade, dass kein richtiges Buch existiert hat. Wenn ich nach einer Kurzgeschichte schon so geflasht bin, weil der letzte Satz so BÄM ist. Wie wäre es dann, wenn sie dann ein ganzes Buch geschrieben hätte, ist die ganze Zeit so, ja, ja, okay. Und dann ein Satz und man versteht das ganze Buch komplett anders. Man weiß ganz genau, oh mein Gott, darauf wollte sie hinaus. Ich glaube, das wäre nicht in Worte zu fassen, was sie dann da geleistet hätte. Deswegen echt schade, dass was mit ihr passiert ist, weil ich hätte so gerne ein Buch von ihr gelesen. So, so gerne und nicht nur so Kurzgeschichten. Ja, das war's von meinem Buchrezensionsvideo. Ich gehe jetzt mal auf die Party. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil es Komplikationen gerade eben mit der Speicherkarte gab. Und ja, ich mache mich jetzt auf und dann sehen wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Ne? Bis zur nächsten Buchrezension. Tschüss!